Ja, schönen guten Tag an alle hier aus dem virtuellen Raum. Ich hoffe, dass der Innovationscampus 2024 das hält, was er vorneweg versprochen hat. Ich glaube, wir sprechen hier über wichtige Themen und möchte hier gar nicht den Zeitplan noch länger stressen, weil ich bin ja der Vorletzte, der zwischen Ihnen und Ihrem Mittagessen steht und möchte gleich in das Thema einsteigen. Habe mir überlegt, ob ich überhaupt hier selber da sein sollte oder ob ich mich vielleicht mit künstlicher Intelligenz entsprechend hier mit ChatGPT den Rednertext bauen lasse und vielleicht auch das Video abspielen lasse. Vielleicht ist es also das letzte Mal, dass wir eine Konferenz haben, wo wir live die Leute alle sehen, muss man fairerweise dazu sagen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so jetzt auch in unsere Firma Siemens schaue, es geht schon ganz viel und es wird in den nächsten Jahren noch massiv mehr auf uns zukommen, was auch noch gehen wird. Ich sehe es auch als eine Chance. Das Glas ist für mich eher halb voll. Es ist nicht halb leer. Lassen Sie uns die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und lassen Sie mich heute auch in meiner Rede hier kurz erklären, warum ich glaube, dass Standardisierung in dem Bereich Digitalisierung eine ganz wichtige, eine essentielle Rolle spielen wird. So, jetzt haben wir das erste Thema. Jawohl. Sorry, war ein kleiner Hiccup, ich musste noch meine Folien freigeben. Ja, Digitalisierung. Es gibt in allen Bereichen, in allen Domänen, wie man hier auf dieser ersten Folie sieht, ich habe hier vielleicht an die Regie, ich habe hier ein sehr starkes Hintergrundgeräusch auf meinen Kopfhörern. Irgendwie höre ich mich jetzt gerade doppelt. Im Bereich Industrie glauben wir, dass 50% Materialeinsparungen möglich sind über digitale Zwillinge, über innovative Produktionstechnologien, additive Fertigungen etc. Wir glauben im Bereich Gebäude, dass wir so viele Möglichkeiten haben über Data Analytics, über automatisierte Gebäudemanagement, dass wir dort große Energieeinsparungen machen können, was auch wichtig ist für eine All-Electric Society. Wir glauben ganz recht auch im Bereich Gesundheitstechnik, dass es wesentlich schneller sein wird, wenn wir mit künstlicher Intelligenz unterstützt den Ärzten bereits entsprechende Analysen zur Verfügung stellen können. Und last but not least, wir glauben, dass in der Mobilität 30% höhere Durchsätze auf der bestehenden Infrastruktur möglich sind, wenn wir entsprechend automatisiert fahren können. Welche Technologien treiben uns? Hier sind es ein paar Bilder. Letztendlich, jeder erzählt immer, Digitalisierung ermöglicht höhere Kapazität, höhere Verfügbarkeit, höheren Komfort auch für den Fahrgast, jetzt im Mobilitätssektor und das Ganze auch noch bei reduzierten Kosten. Ja. Die Kernthemen, die uns da derzeit digitalisierungsmäßig treiben, aber es sind sicher nicht alle. Das geht von links an mit der künstlichen Intelligenz, wo sicher auch Unfug getrieben werden kann. Siehe diese ganzen Themen Fake News. Deswegen gibt es auch vernünftige Regulierung mit dem AI Data Act hier in Europa. Da werden andere Regionen folgen. Auch da ist Normung wieder ein wichtiges Thema. Wir haben das ganze Thema der digitalen Zwillinge. Es werden zukünftig mehr oder weniger keine einzige Industrieanlage, ob das jetzt für eine Eisenbahn ist, ob das für ein Chemiewerk ist, wird ohne den digitalen Zwilling entstehen werden. Wir haben das ganze Thema der Internet der Dinge deswegen wichtig, weil wenn wir die Digitalisierung nutzen wollen, dann müssen wir die Sachen auch zusammenbinden. Dann müssen wir aber alle Themen auch kennen. Also jeder muss in diesem Internet der Dinge auch bekannt sein, weil ohne Connectivity wird das Thema ziemlich schwierig zu realisieren sein. Dann das ganze Thema Automatisierung, was eigentlich schon uns lange begleitet. Der Mensch war ja immer neugierig, aber auf der anderen Seite auch faul. Und diese beiden Themen, die die Menschheit vielleicht so weit gebracht haben, neugierig zu sein und auch zu versuchen, etwas wegzuautomatisieren, hat uns ja schon seit es Menschen gibt, begleitet. Am Anfang war es halt der Stock, mit dem man die Ameisen besser aus dem Baumstamm holen konnte. Und inzwischen ist es halt Digitalisierungstechnik, die uns im Bereich Automatisierung weiterhilft. Und last but not least, wir müssen versuchen, diese ganzen Plattformen, alle diese Plattformen, die heute entstehen, die uns manchmal auch als, jetzt in der Eisenbahn, als Endkunde auch wirklich müßig erscheinen und auch mühsam sind. Wir müssen diese Plattformen zusammenbringen, damit der Fahrgast einen einfacheren Zugang zum System hat,
Also wir müssen auch an unseren Fahrgast denken, was leider oft vergessen wird. Da sprechen oft die Hersteller mehr mit den Betreibern und der Fahrgast ist eigentlich manchmal nur störend. Ich habe dann schon gehört, ja, wenn die Fahrgäste nicht wären, würde das alles funktionieren. Aber eigentlich machen wir es ja wegen den Fahrgästen. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Das heißt nochmal zusammen, jetzt ein bisschen technischer aufgezeichnet, wie gehen wir das an? Wir möchten also zwischen den einzelnen Stakeholdern, die wir im System haben, den Leuten, die das System instand setzen, instand halten, den Betreibern, den Eigentümern der Anlage, das sind nicht unbedingt die Betreiber, aber auch den Fahrgästen, denen möchten wir eine zusätzliche, ja, Kapazität auf der Eisenbahn geben. Das machen wir über drei Themen. Einmal das Thema, wir möchten 100% System-Availability haben. Das heißt, wir möchten rechtzeitig über Data Analytics, digitale Zwillinge etc. in der Wartung wissen, wo wir Fehler erwarten können und wo wir ran müssen, bevor das System ausfällt. Wir möchten die Netzwerkkapazität, also den Durchsatz auf einer existierenden Eisenbahnstrecke entsprechend maximieren. Und wir möchten aber auch die einzelnen Züge, wenn es geht, zu 100% auslasten. Das heißt jetzt nicht immer, jeder Zug muss voll sein. Also nach dem Motto, oh, jetzt waren die Züge alle sehr voll und der Fahrgast hat es schlechter. Heute sind auch Züge überbefüllt. Und da müssen wir auch versuchen, mit den Möglichkeiten, die wir haben, nach unten zu kommen. Das Ganze tun wir auf der linken Seite mit Connectivity. Wir nennen das dann so als Buzzword 100% Railigent, also intelligente Eisenbahn, letztendlich ein bisschen so ein Kunstwort. Diese Connectivity ist deswegen wichtig, weil nur Assets, die ich kenne, die ich connected habe in meinem System, sind Assets, mit denen ich auch arbeiten kann. Und auf der anderen Seite sagen wir, damit nicht nur einer das kann, damit das System auch zugänglich ist, werden wir zukünftig für solche Systeme sogenannte Mobility APIs, also Application Programming Interfaces zur Verfügung stellen, sodass also jeder heißt jetzt in Anführungszeichen, jeder Kunden, andere, auch Wettbewerber, ja, andere Lieferanten im System, dass die sozusagen zwischen diesen einzelnen Daten, die dann zur Verfügung stehen, entsprechend diese Daten nutzen können, in ihre Systeme integrieren können, aber auch aus ihren Systemen wieder Daten für andere Systeme zur Verfügung stellen. Es soll also ein Ökosystem geschaffen werden, das am Schluss das ganze Thema, in dem Fall Eisenbahn, verbessert. Das ist die große Chance der Digitalisierung. Ich habe jetzt noch mitgebracht mal ein ganz konkretes Beispiel, wo man das alles benutzen muss, inklusive auch Cybersecurity. Das ist so ein Thema, ganz wichtig. Also das Ganze wird virtuell und digital nur dann funktionieren, wenn es auch entsprechend sicher ist, nicht hackbar ist etc. Was wir hier sehen, ist das Thema Full Automatic Train Operation. Das heißt, ein Zug fährt wirklich autonom ohne Fahrer. Das haben wir heute in Bereichen von U-Bahnen, wo diese Eisenbahnen aber dann mit Bahnsteigtüren oder mit entsprechenden Schutzvorrichtungen in den Haltestellen entsprechend, ich sag mal, geschützt sind, sodass da keine Fahrgäste in den Gleisbereich kommen können. Und wenn die reinkommen, die Fahrzeuge automatisiert halten. Zukünftig möchten wir das auch im Bereich Straßenbahnen, Fernbahnen, Regionalbahnen haben. Dazu müssen wir das, was der Fahrer heute tut, digitalisieren. Der Fahrer hat hauptsächlich zwei Funktionen. Er ist der Fahrer, also wir brauchen einen Fahrautomaten. Das ist das Thema Automatisierung. Wir müssen das Ding automatisiert fahren. Und wir brauchen zweitens den zweiten Hauptjob des Fahrers, die Umfeldbeobachtung. Sei es nach vorne irgendwelche Hinderniserkennungen und darauf reagieren, beziehungsweise sei es auch beim Ein- und Aussteigen, schauen, dass sich niemand in der Tür einklemmt etc. Diese Themen müssen wir auch digitalisieren. Da gehört dann Bildverarbeitung dazu, da gehört dann bei der Bildverarbeitung wieder künstliche Intelligenz dazu, da gehört der digitale Zwilling dazu, weil ich muss die ganze Infrastruktur im Fahrzeug bekannt machen. Da gehört, wie gesagt, Automatisierung dazu, Cybersecurity, Simulation etc. Wenn wir das schaffen würden, hier kurz die Vorteile, die sind aber schnell runter erzählt. Wir könnten das Thema Fachkräftemangel, was wir auch bei den Train Drivers, also bei den Triebfahrzeugführern haben, könnten wir natürlich damit einigermaßen in den Griff bekommen. Wir könnten auch unproduktive Zeiten, also stellen Sie sich vor, so ein Fahrer muss sein Fahrzeug abstellen, der muss das Fahrzeug aus dem Abstellort, dem Depot wieder abholen. Alles das kann ich schon mal automatisieren, ohne dass ich vielleicht schon den Fahrgastverkehr automatisiere,
kann also dem Fahrer sozusagen Zeit sparen. Er muss das Fahrzeug nicht mehr selbst in die Waschanlage bringen. Das macht die Automatisierung und so weiter. Ich könnte natürlich meinen Timetable, also meinen Fahrplan, deutlich flexibilisieren, weil ich bin ja nicht mehr abhängig von den Personen, die dann fahren müssen. Ich könnte, wenn ich Ersatzfahrzeuge rausschicke, die natürlich auch wieder schneller rausbekommen, wenn der Fahrer nicht auch noch erstmal kommen muss, den ich für das Ersatzfahrzeug brauche. Und last but not least, interessant ist der Punkt von diesen Vorteilen. Wir haben das Thema, dass der Fahrplan sich ganz anders gestalten lässt. Stellen Sie sich also vor, so ein dreiteiliger oder fünfteiliger Regionalzug, der fährt halt heute als fünfteilig, weil da braucht er nur einen Fahrer. Wenn ich den zukünftig, diesen fünfteiligen Zug, vollautomatisiert fahren lassen kann, könnte ich ihn auch in fünf Teile zerfallen lassen und könnte sozusagen mit kleineren Einheiten, aber dafür fünfmal häufiger an der Haltestelle vorbeikommen. Und ich würde auch nicht mehr irgendwie riesige Ungetüme von Zügen fahren müssen, die am Schluss dann in abendlichen Stunden, sieht man oft, relativ leer sind. Das so zum Thema eines konkreten Anwendungsfalles, an dem gearbeitet wird. Wenn Sie sich jetzt fragen, wann wird es alles soweit sein, dann wird man redet davon, Ende des Jahrzehnts sollen die ersten Fahrzeuge wirklich im wirklichen Betrieb mitfahren können. So. Dann habe ich hier nochmal ein Bild, aber das will ich hier gar nicht weiter erläutern. Das ist eigentlich nur ein bisschen so der Einstieg. Das heißt, was wir eigentlich zukünftig sehen werden, wir werden also, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, sämtliche Industrieanlagen, auch Eisenbahnanlagen in dem sogenannten Industrial Metaverse sehen. Das Industrial Metaverse, das kombiniert sozusagen die reale mit der digitalen Welt. Wir werden darin schon das Design machen können. Ja, wir werden die Systeme darin schon verbinden und miteinander testen können, ja, also den Integrationstest. Und wir werden sie in dem System auch betreiben und werden Felderfahrungen dort sammeln. Und jetzt deswegen dieses Bild. Der Punkt, der mich jetzt, also das ist jetzt die Brücke, die ich jetzt versuche zu gehen. Warum? Und wir sind ja hier auf einer Veranstaltung, da geht es um Standardisierung, da geht es um Normung. Warum ist jetzt Standardisierung und Normung so wichtig? Ja, also Vorrede war jetzt eigentlich, wir haben hier ein gewisses Digitalisierungspotenzial. Das nutzen wir momentan in sehr vielen Industrien, unter anderem in der Eisenbahn, extrem gut aus. Und jetzt fragt sich ja, brauche ich da eigentlich noch Normung dafür? Links mal aufgezeigt, wer sich alles so beschäftigt mit den Themen. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Ich bin da jetzt nicht der Oberfachmann, bin zwar als Chief Technology Officer für die Siemens Mobility, der dieses Thema Normenarbeit und Standardisierungsarbeit mit organisieren muss. Aber letztendlich ist auch der DKE dabei, es ist DIN dabei, es sind verschiedene Working Groups und Associations dabei. Wichtiger ist eigentlich die rechte Seite. Wir glauben in der Industrie, wenn wir das nicht über Standardisierung und Normierung entsprechend organisieren, dann wird dieses Industrial Metaverse eventuell die Stakeholder, die da drin sind, nie verbinden. Es wird wahrscheinlich schlichtweg nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir Standards, die so idealerweise eben nicht nur digitalisiert als PDF vorliegen, sondern als Smart Standards maschinenlesbar schon Teile dieses Industrial Metaverse sind, damit wir am Schluss die gesamte Wertschöpfungskette irgendwie standardisiert und für alle, zumindest in einer Industriedomäne verständlich, und Industriedomänen sind ja dann auch noch miteinander vernetzt, aufbauen können und jeder diese Schnittstelle versteht und gleichzeitig sich jeder auch dort wiederfindet. Ich versuche es mal auf der nächsten Folie vielleicht noch an einem konkreteren Beispiel zu erklären, aus der Eisenbahn kommend. Wir haben also oben die verschiedenen Rollen in so einem Eisenbahnsystem. Jetzt muss man sich ja immer vorstellen, wenn da Supplier steht, ist das ja nicht einer, das sind ja Hunderte, die es da gibt. Wenn da Systemintegrator steht, sind es auch ganz viele. Es gibt heute auch nicht nur einen Assessment Body oder eine Gesetzgebung in dieser Welt. Ich will damit sagen, wenn wir es schaffen wollen, dass dieses Industrial Metaverse und die heutigen digitalen Möglichkeiten und zukünftig wahrscheinlich noch mehr existierende digitalen Möglichkeiten vollumfänglich genutzt werden sollen, über die ganze Wertschöpfungskette von Design bis am Schluss Recycle, und alle diese Assets connected sein sollen und miteinander dann noch am besten über solche APIs
programmierbar, datenaustauschtechnisch miteinander reden, ist es extrem wichtig, dass diese Smart Standards in diesem System wiederfinden werden, dass die da eingebaut sind. Weil stellen Sie sich vor, wir haben heute in Europa, um es jetzt mal mit dem europäischen Beispiel abzuschließen, wir haben heute in Europa das sogenannte European Train Control System eingeführt. Wir haben sogenannte Technical Specification Interoperability, manche mögen die kennen hier in dem Raum, haben wir, das dazu führt, dass Züge durch den europäischen Wirtschaftsraum fahren können und interoperabel sind. Das hat man ja auch mit einer Art Normierung und Standardisierung über die letzten Jahrzehnte hinbekommen. Man hat diese europäischen Verordnungen. In den europäischen Verordnungen stehen dann die relevanten Normungen. Da stehen auch DKE-Normungen drin, da stehen aber auch andere Normungen drin, logischerweise auch EN etc. Und dieser europäische interoperable Raum in der physischen Welt, den wir uns da geschaffen haben, der soll jetzt sozusagen ein virtuelles Pendant-Zwilling bekommen in Form eines Industrial Metaverses. Und das funktioniert nur, und das ist mein Appell hier so an die Runde, wenn wir die Standards digital in diesem Metaverse direkt am besten eingebaut an der richtigen Stelle, da muss da eben keiner dieses gerade erwähnte Drehstuhl-Interface spielen, sondern idealerweise werden die sogar schon im Digital Twin mitverarbeitet. Die werden im Design automatisiert mitverarbeitet, diese Smart Standards, ohne dass die vielleicht der designt, großartig noch als Standard wahrnehmen muss, sondern das ist halt dann so, wenn es im Industrial Metaverse hinterlegt ist, dann wird das System danach gebaut. Und das ist so mein Aufruf am Schluss. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese Smart Standards, und ich glaube, das ist eine Arbeit, die wird nicht Monate dauern, die wird auf jeden Fall Jahre dauern, ich hoffe nicht Jahrzehnte, dass diese Arbeit entsprechend so vorbereitet wird oder diese Normung so vorbereitet wird, dass wir die mit der Digitalisierung zusammen, ja, zum Nutzen von verschiedenen Industrien entsprechend einsetzen können. Und vielleicht noch eine Werbung am Schluss in eigener Sache. Wenn es jetzt jemand besonders interessiert, wie wir das bei der Bahntechnik machen und bei der Mobility, es ist im September die InnoTrans, größte Bahnmesse der Welt. Natürlich sind Sie da gerne alle herzlich willkommen, wenn Sie uns besuchen möchten auf unserem Stand. Vielen Dank. Tausend Dank an Sie. Große Konzentration im Raum, Herr Edel. Eine ganz kurze Frage. Ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen, aber wir haben gerade die EM erlebt. In Deutschland läuft alles, sozusagen, was den Bahnverkehr angeht, nicht so 100% ideal. Mich würde interessieren, Siemens ist ein Global Player. Ihr Verkehr, gerade im Bahnbereich, Mobility, boostet ja global. Wo gucken Sie international hin, um zu sagen, gucken Sie nach Spanien, Verfügbarkeitsgarantie, nur dann gibt es Geld. Wo gucken Sie hin und sagen Sie, die machen es richtig gut und da machen wir es als Siemens auch mit denen richtig gut. Da sollten wir als Deutschland mal hingucken. Ja, ich sage jetzt mal, also was wir sehen, ist zum Beispiel England, die hatten erst ihr System kaputt gespart oder Großbritannien und haben jetzt da wirklich massiv an Fahrt gewonnen. Also wenn ich sehe, wie die sich in dem Großraum London organisiert haben, ist das sehr gut. Wenn ich die Spanier sehe, ist das sehr gut. Und vielleicht noch ein Wort zu dem deutschen Thema. Der Herr Lutz, also unser Bahnchef, hat es neulich ganz deutlich gesagt. Und ich muss ihm recht geben, als, ich sage jetzt mal, Experte, der hier da bin. Er hat gesagt, wir müssten einfach 10% Verkehr aus diesem System nehmen und dann würden wir wieder pünktlich sein. Und wir haben letztendlich in dieses System Deutschland zu viel Verkehr auf die Schiene gebracht. Und jetzt möchte aber keiner rausgehen, der Güterverkehr nicht, die weiße Flotte nicht, also die ganzen ICs und ICEs, aber auch die rote Flotte, also die Regionalzüge. Jeder hat seinen Bedürfnis. Mhm. Und das ist, glaube ich, unser großes Problem in Deutschland. Jetzt ist die große Hoffnung, dass nach den Korridorsanierungen alles besser wird. Ich sage nur, Korridorsanierung alleine wird es wahrscheinlich nicht sein, sondern wir müssen auch zubauen in Deutschland. Und das ist beliebig schwierig und dauert meistens Jahrzehnte. Herr Edel, vielen Dank für diesen schönen Blick in die Kristallkugel in Deutschland und international. Tausend Dank.